das ist alles ein bisschen verwinkelt, ja. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht erstmal hochgehen soll. Weil hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht so weit kommen, oder? Ich gehe erstmal hoch, weil ich glaube, hier kommen wir zur Sonne nicht weit. Müssen wir uns übers Dach durchkämpfen. Achso, ich dachte, die kommen jetzt hier rein. Okay, hier haben wir noch einen Gefangenen. Danke, dass du mir geholfen hast. Dr. Mettner ist in dem unterirdischen Verlies. Okay. Ich nehme aber jetzt mal die Maschinenpistole. Ja. Nee, Maschinenpistole. Und am besten Ration ausrüsten. Ja, hier kannst du am besten eigentlich bloß durchrennen, weil die werden sowieso hier unendlich gespawnt. So, eine Ration. Ja, die kommt wahrscheinlich ewig. Ja. Okay, irgendeine Art Karte 5 aufgehoben. Und die brauchen wir jetzt wahrscheinlich. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Ruhe. So, das ist der Aufzug, da nicht hochfahren kann, sondern bloß runter. Wir fahren erstmal ins Untergeschoss, weil es wurde gesagt, ja, hier Mettner, da befindet sich ganz unten. Und auf die Etage, wo ich vorhin hin wollte, da müssen wir sowieso dann hin. Also, da werden wir nichts verpassen. Hier spricht der Anführer des Widerstandes, Schneider. Hier fängt der Gasraum an. Ende. Ja, okay, der ist jetzt auch mit eingespeichert. Ich glaube, das ist bloß eine Tür zu einem Gefangenen. Okay. Danke. Ja, jetzt erzählt er uns wieder das Gleiche. Nehmen wir die Gaskammer. Die Gasmaske, ja, wir nehmen die Gaskammer, genau. Und wir überprüfen mal so die Wände. Ja, das war. Uiuiuiuiui. Was mich interessieren würde. Wenn es hier wirklich mal ein Remake geben würde zu diesem Spiel, ob sie diese Rollen auch mit einbauen würden, weil bei in anderen Teilen sieht man sowas gar nicht. Und wie würde die dann aussehen? So, wir gehen erstmal hier oben lang. Hier gibt es aber, glaube ich, nichts mehr. Also zumindest nicht mehr an der Wand. Okay, hier links müssen wir rein. Aber ich möchte erst mal in der anderen Richtung alles erkunden halt. Gehen jetzt erstmal runterwärts. Achso, ja, das ist Sackgasse. Ne, da gehen wir erstmal hier wieder rein. Das war, glaube ich, Karte 4. Oder 5. Oder 3.
hat schon wieder übelst die Ration rausgefressen hier. Gab es aber, glaube ich, irgendwo eine Wand, die man aufsprengen können. Ne? Ah, okay. Okay, schauen wir hier rein. Ah, das war richtig. Danke, dass du mir geholfen hast. Die einzige Möglichkeit rauszukommen aus diesem Stockwerk ist der Nordfahrstuhl zu finden. Was ist den Nordfahrstuhl zu finden? Okay. Ich schau erstmal kurz hier unten. Seht ihr das, wie schnell die Lebensenergie runtergeht, als könnte Snake nicht mal 3 Sekunden Luft anhalten. Von allem, warum die Maske überhaupt absetzen muss. Ja, ich weiß, warum man es absetzen muss, weil das Spiel so programmiert ist halt, also... Was hatten wir... Sag mal. Okay. Nee, es ist halt, wir haben nur 2 Ausrüstungsfenster und sozusagen halt 2 Fächer. Also wenn man das jetzt mal so nach dem Warum fragen würde. Und man kann immer nur 1 in ein Fach reintun. Und deswegen ist das halt so, dass man die Maske absetzen muss. Ja. Und hätte es uns noch ein 2. Fach programmieren müssen, sozusagen halt. Und das kann ja auch sein, dass die damals dann noch nicht so dran gedacht haben, also jetzt, als es programmiert wurde, so wie, ja, Gasraum und man muss später mal die Tür mit einer Karte öffnen, so, da kann es passieren, dass man auch daran nicht gedacht hat. Und das dann vielleicht auch so gelassen hat halt. Aber das ist halt zum Beispiel auch die Frage, wenn die dann manchmal so kommt, jetzt auch bei anderen Spielen, ja, warum kann man keinen Helm und Sonnenbrille gleichzeitig aufsetzen halt? Weil alles für einfach, also weil das einfach ist, also wie zum Beispiel jetzt beim Charakter halt, da, den du jetzt begleiten kannst, da hast du ein Fach zum Beispiel für Schuhe, dann ein Fach für die Beine, ein Fach für den Oberkörper und ein Fach für den Kopf. Und beim Kopf... wäre dann halt, Mensch. Ich muss nochmal eine Ration nehmen. Ja, und der Kopf halt einfach sozusagen halt. Und da wäre das dann halt, dass du dann nur entweder Sonnenbrille oder Helm oder Mütze oder so nehmen könntest halt. Wenn man das jetzt so... Um das nur mal so zu erklären. Ah, nein, ich wollte hier unten rein. Ja, ist egal, wir kommen ja auch durch. Boah. Hä? Wie jetzt? Ich komme hier nicht rein. 5, 4, 3... 2, 1. Im Ernst? Nee, da müssen wir doch nochmal rundrum. Und ich hab schon wieder. Ich muss schon wieder eine Ration nehmen. Warum macht das Spiel das mit mir?
kaufen wir doch nochmal eine Schlüsselkarte. Nein, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich habe schon vergessen, was für eine Karte wir hier brauchen. Ja, das kann ein bisschen nötig sein hier mit den Schlüsselkarten. Bei Teil 2 gibt es dann so Master-Karten, genau, Kreditkarten. Nein, gibt es dann direkt so Karten, wo man dann sagt, okay, die Karte, die rote Karte zum Beispiel, tut Karte 1 bis 3 ersetzen, die grüne Karte 4 bis 6. Als Beispiel jetzt, ob die jetzt wirklich rot und grün sind, weiß ich nicht mehr, aber solche Karten kann man dann finden, dass man dann halt bestimmte ersetzt. Dass man dann statt 9 Karten plus nur 3 hat. Warte mal. Hier waren wir schon drin, okay. Und wo geht's? Ne, hier sind wir auch schon lang gelaufen, oder? Ja, hier waren wir schon lang gelaufen. Okay. Das ist eine Falle. Du bist in meine Falle getreten. Der echte Dr. Mettner befindet sich in der zweiten Etage. Stirb, Foxhound! Ja, das erste Mal bin ich hier auch reingefallen. Ich gehe aber mal ganz vorsichtig vorbei, weil ich habe es auch schon gehabt, dass das Spiel gesagt hat, ja, du bist in der Falle reingefallen, obwohl ich eigentlich noch draußen war. Ah, okay, hier bekommen wir die Karte. Ja, deswegen kamen wir von der anderen Seite nicht rein. Die wollten sozusagen, dass wir von der Seite reinkommen. So, jetzt haben wir die Karte 6. Wir brauchen ja... Ach, scheiß drauf. Wir sind sowieso jetzt gleich hier. Ich bin der Feuertwabber. Ich werde dich knusprig brennen. Ja, den habe ich auch in meinen Origin Story Videos behandelt auf meinem Metal Gear Kanal. Ich habe den ein bisschen falsch ausgebrochen, da habe ich dann immer gesagt Feuertwabber, aber eigentlich Feuertwabber. Schätze ich mal. Ich glaube, mit der Lenkrakete kommen wir nicht allzu weit. Oh doch. Zumindest wenn wir den treffen. Ah, ich finde die Flaps sehen cool aus, so, wenn man bedenkt, dass das eigentlich nur so 2D ist halt und für die Zeit. Ja. Okay, den haben wir schon mal. Das was heißt schon mal als Viertel noch ein Antrag kommen. Also den haben wir. So. Ich nehme mal noch Animation. So, wir fahren am besten jetzt. Ich muss jetzt überlegen, welche Etage warten. Das war das jetzt die Etage. Ja, genau, hier wollte ich hin. Ich glaube, wir müssen jetzt als nächstes hier lang. Ja. Oh, schön. Stimmt, Karte 7 bekommen wir hier, deswegen. So, erstmal schauen, ob wir hier reinkommen. Mir fällt gerade ein, wir müssen jemand anrufen, aber die wird sich noch nicht melden, weil wir noch nicht genug Geiseln gerettet haben. Vielleicht? Ja, schönes Ding. Danke für deine Hilfe. Du solltest Jennifer vom Widerstand auf der Frequenz 120.48 erreichen können.
Jennifer hatte ich auch schon in einem meiner Videos behandelt. Jennifer wird dich mit direkter Unterstützung versorgen. Aber sie ist sehr stolz. Wenn du nicht wirklich erstklassig bist, dann wird sie dir nicht antworten. Ja, sie antwortet auch nur, genau, wenn wir Alarm auslösen. Nein, in diesem Bereich. Ja, das ist aber auch ein bisschen... Du erscheinst hier und dann, ja... Was war das? 120, 48? Nein. Ich glaube 120, 48, genau. Ach, das ist 38, ja. Ah. Hier spricht Solid Snake, bitte kommen. Hier ist Jennifer. Ich werde den Raketenwerfer für dich vorbereiten. Komm und hol ihn dir. Ende. Ah, nee, ich wollte wegdrücken. Ja. Okay, die hatten vorbereitet und hier können wir uns den abholen. Und den Raketenwerfer brauchen wir hier für die Cyberoiden. Von Bloody Reds heißen die. Also so weiß ich es bloß durch meine Recherche. Also Cyberoiden, die sind halt von Bloody Reds. Bloody Reds ist sozusagen auch ein Bossgegner. Aber wir haben noch keine Munition, wir müssen die uns erst holen. Ich weiß auch, wo wir die herbekommen. Das sind die hier, die Cyberoiden. Nee, wir müssen Tats, oder? Ja. So. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier reinkommen. Ja, okay. Ah, okay, Gegengift. Das brauchen wir, wenn wir hier die Wüste weiter durchqueren. Weil wenn wir hier von Skorpionen gestochen werden und sowas halt. Ja, das ist aber auch, du rennst hier voll rein. Ah, das war, glaube ich, ziemlich tief. 2 oder 1. Okay. Und von denen sollten wir uns auch nicht berühren lassen. Ja. Die müssen wir halt mit Raketenwerfer ausschalten. Die kriegt man nicht mit den anderen Waffen kaputt. So, und hier kann man lange rätseln, wie die Tür aufgeht. Ich habe das auch bloß durch die Lösung rausgefunden. Also da musste ich nachschauen. Und hier ist ein wichtiges Tool dabei, was man braucht, um die Wüste zu durchqueren zu können. Und da muss man natürlich auch die gute Frau anrufen, oder... Jennifer war es, oder Diane? Ne, Jennifer. Hier spricht Solid Snake, bitte komm. Hier ist Jennifer. Ich werde die Tür öffnen. Ende. Woher soll man denn das wissen? Hey, also ich hätte das wahrscheinlich nie rausgefunden ohne Lösung. Also ohne, dass ich nachgeschaut hätte damals. Irgendeine Art Kompass aufgehoben. Ja, und den Kompass brauchen wir dann später, wenn wir die Wüste weiter durchqueren, um halt, sonst kommen wir nie an, halt, weil, weil wir uns verlaufen dann. Ja. Ach, wenn wir müssen sowieso irgendwo hier unten lang, deswegen. Weil hier gibt's, glaube ich, irgendwo. Ne, hier nicht, aber. Hier gibt's die Munition, also hier oben, oberhalb. Aber schau erstmal hier nach.
Na gut, das ist jetzt auch wieder was, wo man sagt, Nee, ist das sogar schon die Munition für hier? Ah, schön. Nee, aber das ist gerade auch wieder was, wo man sagt, wenn du diesen Raum betrittst, kannst du nicht wirklich unsichtbar sein. Gut, man könnte fast schon einen Karton ausrüsten, das würde gleich gehen. Das könnte man mal direkt versuchen. Ey, du bewegst dich ja regelrecht leid, deswegen. Ich hoffe wirklich, dass es mal irgendwann mal ein Remake geben wird zu den ersten beiden Teilen. Ah, ich sollte wahrscheinlich gleich nochmal eine Ration nehmen. Ich könnte natürlich auch, Bombenschutzanzug. Vielleicht. Aber dadurch ein bisschen resistenter. Nee, aber das ist halt das, was ich auch ein bisschen schade finde, dass man halt hier wirklich noch kein hundertprozentiges Stealth machen kann halt. Weil der gerade wegen solchen Passagen dann gezwungen wirst, Alarm auszulösen. Ich meine, gut, in anderen Metal Gear Teilen gibt es auch solche Passagen halt, aber da werden die Alarme nicht in der Statistik mit reingezählt, weil das ja dann die Alarme sind, die geskriptet wurden, also die so gewollt wurden, sag ich mal so halt. Das ist dann wieder was anderes.